Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Veranstaltung. Es geht langsam mit dem Semester dem Ende entgegen und damit auch mit unserer Vorlesung. Wir haben, wie beim letzten Mal angekündigt, heute uns zu beschäftigen mit den Greifvögeln. Greifvögeln im engeren Sinne, also den sogenannten Taggreifvögeln. Die Eulen werden wir in diesem Modul jetzt heute nicht behandeln. Wer da Interesse dran hat, kann auf jeden Fall aber einiges an interessanter Literatur in der Bibliothek finden, wo im Grunde auch gerade die Eulen sehr schön beschrieben sind. Aus Zeitgründen würden wir sie hier jetzt nicht mit einbeziehen. Und das Zweite, was wir uns heute noch mit angucken wollen, sind die Rabenvögel. Das ist, wie gesagt, jetzt auch die vorletzte Veranstaltung und so langsam müssen wir jetzt uns auch zum Ende begeben. Wir werden am nächsten Mal noch mal ganz kurz uns mit einigen Dingen beschäftigen und am nächsten Mal auch noch mal das Thema Prüfung und Prüfungsvorbereitung ansprechen. Ja, wir fangen an mit den Adlern und haben es in Mitteleuropa mit im Grunde vier verschiedenen Adlerarten zu tun. Die Adler sind insgesamt sehr charismatische Spezies. Das merkt man allein daran, dass jede Regierung in jedem Land dieser Welt irgendwo meistens einen Adler, andernfalls vielleicht noch einen Löwen, irgendwo im Wappen führt. Das heißt also eine Art, die über die reine Wildbiologie hinaus auch im Mensch-Tier-Verhältnis, in den Human Dimensions eine ganz große Rolle spielt. Generell die Greifvögel spielen natürlich auch eine ganz große Rolle in dem Mensch-Tier-Verhältnis, dadurch, dass sie sehr früh, ähnlich wie der Hund, auch zu einem Helfer bei der Jagd geworden sind. Und die Beizjagd ist sicherlich auch eine der ganz alten Formen menschlicher Jagdkultur. Nicht umsonst ist auch die Beizjagd ja letztendlich als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt worden. Der bei uns ursprünglich mal sehr häufige, weitgehend auch flächendeckend verbreitete Adler war der Steinadler, der allerdings sehr intensiv sowohl durch Lebensraumverluste als auch durch menschliche Verfolgung, Nachstellung sehr stark zurückgegangen bzw. im Flachland weitgehend ausgestorben ist und heute im Grunde als Tier des Hochgebirges auftritt. Wie gesagt, das war aber nicht immer so. Ursprünglich gab es also auch im Flachland Steinadler letztendlich flächendeckend. Steinadler brauchen große, relativ ungestörte Lebensräume. Größe deshalb, weil einfach die Beute da sein muss und ungestört, weil die Art natürlich auch gerade im Brutgeschäft sich durch Störungen auch negativ sehr schnell beeinträchtigt wird. Steinadler erbeuten in ihrem alpinen Lebensraum typischerweise Kleinsäuger bis hin zu größeren Murmeltier, im Winter auch sehr stark Aasfresser. Gamskitze gehören mit zum Speiseplan, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Frage, ob die Gamspopulation noch hinreichend groß ist, damit auch der Steinadler über die Gamskitze davon leben kann, ist eine ganz wichtige Frage, wird meistens bei der Diskussion der ganzen Schutzwaldsanierungsfragen ausgeblendet. Also hier müsste man eigentlich viel tiefer in die ökologischen Zusammenhänge einsteigen, als das derzeit im Moment erfolgt. Auch Füchse werden gelegentlich mal vom Steinadler erbeutet. Und interessant ist auch, dass das Jagdverhalten eigentlich ein sehr tiefer Flug im Morgengrauen oder frühmorgens, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist, darstellt. Der hohe Flug, den man beim Steinadler immer sehr schön beobachten kann, hat natürlich mit Jagd nichts zu tun, sondern das ist im Grunde ein reines Revierverhalten, so wie die Amsel auf dem Hausdachfirst singt, so ist dieser hohe Flug des Steinadlers auch ein klassisches Territorialverhalten. Ja, Horste, Steinadler nisten typischerweise auf Felsvorsprüngen, häufig sogar so, dass die Wand darüber so ein bisschen überhängend ist. Also wenn wir uns das mal im Bild skizzieren wollen, dann heißt das, dass man beispielsweise hier so eine Felswand hat mit so einem Vorsprung. Und wenn dann die Felswand hier oben so weitergeht, dann ist es hier an dieser Stelle für den Steinadler ein recht. Ups, das war jetzt. So. Ein recht günstiger Nistplatz, der dann praktisch von hier unten her kaum durch Menschen erreicht werden kann und von oben her typischerweise möglichst auch nicht. Das sind die idealen Brutplätze. Wir
haben auch Steinadlerbruten gelegentlich auf Bäumen. Das hat natürlich auch mit der Situation zu tun, dass die Art auch im Flachland früher vertreten war. Das heißt also, er ist eigentlich auch ein Baumbrüter, ist nur im alpinen Lebensraum zum Felsbrüter eigentlich geworden oder ist dort eigentlich immer schon einer gewesen, weil dort die Umstände es ermöglichen. Der Horst wird mit Zweigen begrünt, das heißt, man kann daran sehen, dass er auch besetzt ist. Steinadler sind, wenn man das mit der Frage der R&K-Strategie zusammenbringen will, klassische K-Strategen, werden also sehr spät geschlechtsreif mit 4 bis 6 Jahren, legen insgesamt sehr wenige Eier, haben also typischerweise 2 Eier, nur ganz selten mal mehr. Die werden im April oder März, April gelegt, es brüten beide Eltern 44 bis 45 Tage. Die Jungen sind dann mit 3 Monaten Flügge und mit 5 Jahren ausgewachsen, also auch hier eine sehr protrahierte Jugendphase, die für den klassischen K-Strategen spricht. Ja, Steinadler-Management kann man sagen, was ich gerade erwähnte. Man muss dafür sorgen, dass solche großen Prädatoren eine gute Nahrungsbasis haben. Das tut man am besten, indem man eben auch die Beutetiere in hinreichender Zahl zumindest vorhanden sein lässt. Ansonsten Ruhe, Störungsarmut, Schutz im Sinne von auch Fernhalten, zum Beispiel von Alpinismus in diesen Brutregionen und Ähnliches, ist eigentlich das Einzige, was man aktiv machen kann. Ansonsten reicht es, wenn man ihn in Ruhe lässt und nicht verfolgt. Ein weiterer wichtiger Adler, der Seeadler, auch das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland, also das, was Sie im bundesdeutschen Wappen erkennen, ist ein Seeadler, allerdings kein Seeadler, so wie er hier auf diesem Bild sitzend zu erkennen ist, sondern der hängt da so ein bisschen komisch aufgehangen. Das hat damit zu tun, dass in früheren Zeiten Adler, eben auch erlegte Adler, als Feldzeichen sozusagen genutzt wurden. Und diese Adler wurden praktisch dann an den Schwingen aufgehängt. Und dieses Aufhängen an den Schwingen dieses erlegten Adlers sieht dann aus wie dieser Bundesadler, der dann so etwas seltsam darunter hängt. Also das ist jetzt kein lebendiger Adler, der dargestellt wird, sondern eigentlich ein toter Adler, der ganz seltsam präpariert worden ist. Das nur vielleicht so ein bisschen zum kulturellen Hintergrund des Themas Bundeswappen. Ja, Seeadler sind die größten heimischen Greifvögel. Der Name sagt es schon, sie leben an Gewässern, und zwar an großen Binnengewässern, aber auch durchaus an Meeresküsten. Wichtig ist, dass das Gewässer möglichst von Wald umgeben ist oder Wald am Ufer hat. Und dann ist es eigentlich egal, ob das große Flüsse, ob das große Seen oder ob das das Meer ist. Seeadler leben zum Teil von Fischen, aber längst nicht so, wie das zum Beispiel ein anderer Adler, der Fischadler, macht, sondern Fische gehören zum Nahrungsspektrum, aber im Winter, wenn die Gewässer zugefroren sind oder auch wenn andere Beute vorhanden ist, also Wasservögel, Enten, Blässrallen sind da eigentlich typische Beutetiere, aber eben auch tote Tiere, also er ist auch ein Aasfresser. Und dieses Thema Aasfressen, da kommen wir gleich nochmal drauf, hat sicherlich auch sehr viel mit sehr positiven und sehr negativen Aspekten des Umgangs mit dem Seeadler zu tun. Seeadler horsten meistens auf großen alten Bäumen, Buchen oder Kiefern. Diese Horste werden regelmäßig über Jahrzehnte genutzt. Und es gibt auch manchmal mehrere Horste im Brutgebiet, die dann auch zum Ausweichhorst dienen können oder als Ausweichhorst dienen können. Das Gelege erfolgt im April bis Mai. Es werden typischerweise 2 Eier gelegt, gelegentlich mal 3. Gebrütet wird mit der ersten Eiablage zwischen, ja, kann sagen 4 und 5 Wochen. Die Jungvögel sind oder verlassen den Horst mit 70 Tagen etwa und werden mit 5 bis 6 Jahren geschlechtsreif. Also auch hier letztendlich ein klassischer K-Stratege. Zum Thema Management kann man beim Seeadler vielleicht auch hier ein paar Sätze sagen. Da kommen wir im 5. Semester noch genauer drauf zu sprechen. Beim Seeadler gab es im Grunde lange Zeit das Problem, oder gibt es eigentlich hier und da immer noch, dass es zu Bleivergiftungen kam, nachdem Seeadler eben Kadaver von Wildtieren aufgenommen haben, vor allen Dingen auch Aufbrüche, die von der Jagd im Wald belassen worden sind, die dann Bleipartikel aufgewiesen haben. Und wenn sich einzelne Seeadler genau auf diese Aufbrüche spezialisiert haben, dann kam es eben in Einzelfällen zu sehr unschönen Bleivergiftungen, an denen die Tiere dann auch gestorben sind. Also letztendlich ein Problem vor allen Dingen des Tierwohls, des Tierschutzes,
ein Artenschutzproblem ist es eigentlich nicht, denn wir haben eigentlich einen massiv angewachsenen Seeadlerbestand in den letzten 2-3 Jahrzehnten beobachten können. Und das hat vermutlich nicht zuletzt genau mit dieser Tatsache zu tun, dass eben auch durch die intensivere Bejagung, die Drückstöberjachten, die zunehmend durchgeführt werden, auch zunehmend Tierkadaver gefunden werden. Es wird nicht richtig nachgesucht, es werden die Aufbrüche draußen belassen. Und die Seeadler haben eigentlich in der klassischen Zeit des Nahrungsengpasses, des Winters, reichlich Beute vorgefunden auf die Art und Weise. Und ich denke mal, es ist sicherlich mit ein Grund, warum dieser Seeadlerbestand sich so deutlich in Mitteleuropa erholt hat und sogar im Moment die Tendenz zeigt, auch sagen wir, sich den Menschen anzunähern. Bislang galt der Seeadler als eine der wenigen Arten, die immer fern vom Menschen brüten. Es gibt zum Beispiel auch um die Seeadlerhorste Schutzzonen, die dann ab einer bestimmten Jahreszeit, wenn die Tiere dort brüten, nicht mehr betreten werden dürfen. Das war sicherlich ursprünglich sehr richtig. Mittlerweile scheint auch der Seeadler sich an Menschen zu gewöhnen. Wir sehen beispielsweise auch Individuen, gerade hier an der A13 Richtung Berlin, kurz nach der Ausfahrt Ruhland, gibt es offenbar ein Seeadlerpaar, was sich auf tote Tiere entlang der Autobahn spezialisiert hat und praktisch im Rüttelflug über der Autobahn gelegentlich zu sehen ist. Also das sind Phänomene, die zeigen, diese ganz klassische Einteilung in Kulturfolger und Kulturflüchter ist nicht mehr aktuell. Die meisten Tiere, auch die als extreme Kulturflüchter, galten früher, können zum sogenannten Kulturfolger werden, wenn der Mensch sie nicht verfolgt, wenn der Mensch ihnen hinreichend Nahrungsbasis und Brutraum zur Verfügung stellt. Ja, ein weiterer wichtiger Adler ist der Schreiadler. Er ist ein bisschen, genießt er so eine Nebenrolle, weil er eigentlich eine typische Art der Laub- und Mischwälder Nordostdeutschlands darstellt. Er heißt nicht umsonst Aquila pomarina, das heißt also der Pommernadler. Das heißt, Vorpommern, Nordbrandenburg sind eigentlich so die westlichsten Ausläufer dieser Population. Und hier ist eine Art, die im Grunde feuchte Lebensräume, Moore, Feuchtwiesen, die dort die typischen Sölle sehr schön nutzen kann. Der Schreiadler jagt eigentlich anders als andere Adler. Wir finden ihn häufig zu Fuß nach Beute suchend auf Wiesen. Er nimmt Kleinsäuger etwa bis Größe des Junghasens, Amphibien, Reptilien, große Insekten, Weichtiere, was sich im Grunde dort am Boden so ansammelt, ist also da relativ spezialisiert auf dieses Absuchen des Bodens. Schreiadler führen eine Dauerehe. Das Brutrevier wird oft jahrelang auch von demselben Paar besetzt. Der Horst findet sich typischerweise im Kronenbereich, im unteren Kronenbereich von alten Bäumen, oftmals auf alten Rotmilan oder Schwarzmilan oder Buzzardhorsten. Auch hier sehen wir die sogenannte Begrünung, also der Eintrag von frischen Laub- oder Nadelholzzweigen. Wir finden im Abstand von 2 bis 4 Tagen typischerweise 2 Eier, die gelegt werden. Und ein interessantes Phänomen, was wir bei verschiedenen Greifvogelarten kennen, was aber beim Schreiadler ganz ausgeprägt ist, sogenannte Kainismus. Kainismus von der biblischen Erzählung des Kain und Abel, wo der eine den anderen erschlug, nennt man etwas vermenschlichend dieses Phänomen, dass sich manchmal gerade bei 2 Jungtieren das Erstgeborene des Zweitgeborenen entledigt, indem es das aus dem Nest schmeißt, um damit sozusagen die kompletten Ressourcen der Ernährung, die die Eltern herantragen, für sich nutzen zu können. Kommen wir gleich mal drauf auf das Thema, was man da machen kann. Management beim Schreiadler ist vor allen Dingen Lebensraumschutz. Der Schreiadler ist Zugvogel und hängt so ein bisschen natürlich auch an seiner Nahrungsbasis. Im Winter findet er auf diesen Bodenflächen nicht so viel, wenn die voll Schnee liegen oder zugefroren sind. Zugvogel heißt aber im Grunde auch, dass natürlich die Gefährdung gerade in den Überwinterungsgebieten die entscheidende ist und nicht so sehr die Gefährdung hier in Mitteleuropa. Ein weiteres Managementthema ist die Frage, wie geht man mit diesem Kainismus um? Man kann ja zum Beispiel diese aus dem Nest geworfenen Jungtiere versuchen großzuziehen und dann anzusiedeln, auszuwildern und damit auch die Population zu stärken. Das ist ein typischer Diskussionspunkt eigentlich im Wildtiermanagement. Soll man das tun, soll man das nicht tun? Dafür spricht natürlich A, das Thema Tierwohl. Ein Tier
am Leben zu erhalten, das sonst sterben würde, ist sicherlich ein Tierschutzargument. Zweites Argument ist, dass natürlich die Population tatsächlich durch solche Ansiedlungen, zusätzliche Ansiedlungen dieser aufgezogenen Tiere eventuell gestärkt werden kann. Gegenargument ist einerseits die Frage, sind diese handaufgezogenen Tiere dann tatsächlich vital genug, um wirklich einen Benefit davon zu haben? Und die zweite Frage ist, manchmal sagt man ja, Mutter Natur ist sehr weise und möglicherweise ist genau dieses Phänomen des Kainismus auch durchaus ein Phänomen, in dem sich Arten letztendlich eine bessere Anpassungsfähigkeit erarbeiten in der Evolution, indem sie im Grunde den Fitteren im Sinne von Stärkeren in dem Falle auch überleben lassen. Also das kann man sehr intensiv und lang diskutieren. Schlecht ist es sicherlich nicht und man kann eben ähnlich ein bisschen auch wie bei den Heulern beim Seehund ja argumentieren, okay, es ist auch ein Thema vor allen Dingen auch für die Umweltbildung und Naturschutzbildung und was wir damit dann auch fördern können mit solchen Aufzuchtstationen und es zu zeigen. Ja, der vierte Adler hierzulande, der letztendlich von der ganzen Biologie und Systematik ja so ein bisschen von den Adlern wegrückt, schon von den eigentlichen Adlern, ist der Fischadler. Fischadler sind, wie der Name schon sagt, extrem auf die Nahrung Fische angewiesen. Deshalb braucht der Fischadler auf jeden Fall auch klare Seen. Der Seeadler kann durchaus auch an trüben Gewässern leben. Der Fischadler braucht klare Gewässer, damit er praktisch aus dem Flug heraus Fische unter Wasser sehen kann und dann praktisch im Sturzflug auf diese Fische herabstoßen kann, die zu erbeuten, um dann flügelschlagend aus dem Wasser die Fische herauszuheben und an Land zu tragen, zum Horst zu tragen und dort zu kröpfen, also zu verspeisen. Fischadler ist ein obligatorischer Zugvogel. Ganz klar, wenn im Winter die Gewässer zugefroren sind, dann ist ihm keine Möglichkeit, Beute zu machen auf diese Art und Weise. Also kann der nicht anders als wirklich wegziehen. Das heißt, von April bis September ist er nur bei uns anzutreffen. Ansonsten zieht er im Grunde nach Afrika. Er ist auch ein Trans-Sahara-Zieher. Wie schon gesagt, fast ausschließlich Fische als Nahrung. Wasservögel sind sehr selten. Der Fischadler ist in der Lage, bis zu 2 Meter Wassertiefe die Fische zu erkennen und dort auch zu greifen. Es gibt immer wieder die Geschichten von Fischadlern, die auch von zu kräftigen Fischen unter Wasser gezogen wurden. Wenn der Fischadler also sich verschätzt und einen schweren Karpfen versucht, aus dem Wasser zu ziehen, die Fänge aber nicht rechtzeitig losbekommt, der Karpfen taucht nach unten, dann kann durchaus sein, dass der Fischadler ertrinkt. Sicherlich hat es solche Fälle immer mal gegeben. Ob das allerdings regelmäßig vorkommt, sei dahingestellt. Und wie weit diese Fälle dann eben doch auch in das Reich der Legende gehören, muss man sehen. Einzelfälle sicherlich ja, aber es ist sicherlich kein Normalzustand. Der Fischadler hat morphologisch gesehen eine sogenannte Wendezehe, bei der er die Beute im Grunde sehr gut festhalten kann. So ein Fisch ist ja nun recht glitschig und das heißt also, er muss wirklich wie mit so einer Zange auch zupacken. Fischadler nisten klassischerweise auf freistehenden Bäumen, hohen freistehenden Bäumen in der Nähe von Gewässern und diese hohen freistehenden Bäume, da sind wir wieder bei dem Thema letztendlich auch Nähe des Menschen. Die werden natürlich wunderschön simuliert durch Hochspannungsleitungsmasten, sodass wir also Fischadlerhorste zunehmend typisch auch auf Masten von Stromleitungen finden. Einen interessanten Horst finden Sie zum Beispiel hier in der Gegend, wenn Sie auch hier wieder die A13 von Dresden Richtung Berlin fahren, dann ist es auf der linken Seite kurz nach, ich glaube es ist Ausfahrt Ottendorf oder Marsdorf, da findet man auf jeden Fall sehr schön auf freiem Feld stehend einen Strommasten mit einem Fischadlerhorst drauf, von Berlin kommend Richtung Dresden natürlich auf der rechten Seite. Es werden im Mai typischerweise 2 Eier gelegt, seltener mal 3 oder 4. Die Brutdauer beträgt 35 Tage und es brüten beide Eltern. Fischadlermanagement ist eigentlich auch aktiv nicht so viel nötig. Gut, Nistgelegenheiten schaffen, diese nicht stören während der Brutzeit, aber ansonsten ist eigentlich das vor allen Dingen ein Biotopschutz und letztendlich ein Lebensraumschutz, der für den Fischadler wichtig ist. Ein weiterer Punkt auch hier,
gerade bei Zugvogelarten ist natürlich die Situation im Überwinterungsgebiet oftmals die entscheidende. Ja, das waren die vier Adler und wir kommen jetzt zu den Bussarden, erstmal zum Mäusebussard. Mäusebussard ist sicherlich der gängigste und typischste Greifvogel. Jeder von Ihnen wird schon mal draußen irgendwo einen Mäusebussard gesehen haben. Mäusebussarde sind eigentlich klassische Profiteure der vom Menschen geformten Landschaft, auch der industrialisierten Agrarlandschaft. Mäuse gibt es dort eigentlich immer, in manchen Jahren mehr, in manchen Jahren weniger. Aber die Mäuse sind eigentlich immer vorhanden, egal wie, sagen wir mal, ökologisch tot eine solche Agrarlandschaft ansonsten sein mag. Und dementsprechend finden Sie also auch Mäusebussarde grundsätzlich in zunehmender Zahl in unserer Landschaft. Der klassische Lebensraum sind eigentlich Wälder mit eingestreuten Offenlandregionen. Er ist aber eben auch sehr gut an unsere Kulturlandschaft angepasst. Wie der Name schon sagt, ernährt sich hauptsächlich von Mäusen und von Maulwürfen. Dazu natürlich auch Kleintiere, Weichtiere, Reptilien, Amphibien, seltener mal Vögel. Es gibt durchaus Spezialisten, die sich dann auf eine Vogelart spezialisieren, gelegentlich auch mal Rebhühner. Er ist ein klassischer Pirsch- und Spähfluggreifer und er ist ein klassischer Grifftöter. Das ist bei den Falken nachher noch ein bisschen anders. Der Mäusebussard ist eigentlich sehr gut im Frühjahr auch zu erkennen, wenn Sie hier über dem Weißeritztal mal im Frühjahr, Januar, Februar, März in den Himmel blicken, dann hören Sie meistens auch schon diesen miauenden Ruf. Im kreisenden Balzflug sehen Sie die beiden Geschlechter dann oft auch gemeinsam über dem Weißeritztal später kreisen. Der Bussard horstet auf Bäumen am Waldrand meistens. Beide Geschlechter bauen den Horst, die Nestmulde wird begrünt, daran kann man erkennen, dass er besetzt ist. Beide Geschlechter brüten auch und das Gelege wird zwischen März und Juni gelegt. Wir haben zwischen 1 und 6 Eier, meistens 3. Wir sehen hier eine gewisse Variabilität, die schon wieder für auch Richtung eine Art spricht, die Richtung R-Strategie geht, die sich also auf Gradationen der Mäuse natürlich auch anpassen kann. Es wird etwa 30 Tage lang gebrütet. Ja, was macht man mit dem Bussard? Muss man ihn managen? Kann man ihn nutzen? Gut, Greifvögel werden bei uns traditionell jetzt nicht kulinarisch oder anderweitig genutzt. Theoretisch könnte man das beim Bussard, der ist sicherlich nicht so selten, aber er ist im Jagdrecht und unter ganzjähriger Schonzeit, wie alle anderen Greifvögel auch, weil einfach ein Management nicht erforderlich ist. Was man tun kann, positiv für den Bussard, ist Ansitzhilfen zur Verfügung stellen, also die Julen, das ist also letztendlich so ein T-förmiger Stock mit einem Querholz, gerade auch in Aufforstungen von Offenlandflächen, von Agrarflächen macht man das gerne, weil dort natürlich sehr schnell die Mäuse sich auch hineinziehen. Ob der Bussard dann wirklich die Mäuse reguliert, ist eine andere Geschichte, aber man tut für den Bussard auf die Art und Weise was. Ansonsten regelt er sich natürlich durch die Populationsdynamik der Mäuse. Strenge Winter sind eben so ein bisschen ein Engpass für den Mäusebussard, weil dort in mäusearmen Jahren nicht viel andere Beute zu finden ist. Er kann dann ein Stück wegziehen, aber das sind eben so ein bisschen auch die Engpässe, wo Tiere auch mal verhungern gelegentlich. Eine zweite interessante Bussardart ist der Raufußbussard, der in der Ökologie eigentlich in vielen Punkten unserem Mäusebussard entspricht, aber eine Art des hohen Nordens ist. Ist also im Grunde ein Vogel der Tundren, ein Vogel des Polarkreises. Der Name Raufußbussard sagt es eigentlich, man erkennt ihn, man kann das auf dem Bild hier eigentlich fast gar nicht sehen, aber Sie müssen mir glauben, dass es so ist. Wir haben hier also diese Ständer, diese Beine des Raufußbussards sind bis unten hin befiedert, sodass er sich dadurch auch vom Mäusebussard unterscheidet. Er kommt eigentlich nach Mitteleuropa fast ausschließlich im Winter, wenn also der Winter in Skandinavien sehr hart ist, dann zieht sich der Raufußbussard oft nach Mitteleuropa. Was beim Mäusebussard hier die Mäuse sind, ist beim Raufußbussard eigentlich der Lemming. Das heißt also, der Raufußbussard macht seine eigenen Populationsschwankungen in Anlehnung an die Gradation der Lemming-Population. Gelegentlich aber eben auch spezialisiert auf Vögel, auf Ammern beispielsweise in Skandinavien, bei uns gelegentlich mal auch als auf Rebhühner spezialisiert. Und wir finden ihn vor allen Dingen eben tatsächlich dann im Winter, wenn die Lemming-Population wieder mal ein Minimum erreicht hat. Sie haben das
sicherlich noch ein bisschen im Hinterkopf, zumindest aus der Biologie in der Schule. Lemminge sind eigentlich kleine Nager, die eben extreme Populationsgradationen durchmachen. So extrem, dass dann eben auch zu Abertausenden diese Tiere wegwandern und zum Teil auch über Meeresarme schwimmen wollen, wo sie dann auch ertrinken. Das heißt, diese starken Populationsschwankungen, die macht der Raufußbussard mit oder eben er zieht auch nach Mitteleuropa dann weg. Fortpflanzungsbiologie ist eigentlich ganz ähnlich dem des Mäusebussards, derjenigen des Mäusebussards. Ein einziger Unterschied: im Polarkreis gibt es nicht so viele Bäume, schon gar nicht hohe Bäume. Und deshalb brütet er eigentlich auch eher selten auf Bäumen, sondern eher auf dem Boden oder auf Klippen. Ja, das waren jetzt noch nicht alle Bussarde. Wir kommen gleich nochmal zum Wespenbussard, der aber rein taxonomisch von den anderen Bussarden ein bisschen wegsteht, sodass er eigentlich nur vor allem den Namen gemeinsam hat. Zunächst erstmal die Weihen. Die Weihen sind ganz interessante Greifvögel, die wir vor allen Dingen im Offenland antreffen. Wir haben die Rohrweihe, die Wiesenweihe und die Kornweihe. Und der Name sagt das eigentlich schon sehr schön. Wir haben auch hier wieder einen ökologischen Gradienten. Wir hatten solche ökologischen Gradienten ja bei den Wasservogelarten, bei den Enten zum Beispiel besprochen. Wir finden diese Gradienten bei den Greifvogelarten auch. Die Rohrweihe ist eigentlich diejenige Art, die am meisten wasserwärts lebt. Wie der Name schon sagt, die im Schilf oder in den Feuchtwiesen nahe des Schilfes brütet und lebt. Dann haben wir die Wiesenweihe, die dann praktisch die Feuchtwiesen im Anschluss daran typischerweise besiedelt. Und wir haben die Kornweihe, der Name sagt es eben auch schon, die dann auf den trockenen Agrarflächen oder früheren eben Trockenwiesen auch ihren klassischen Lebensraum hat. Weihen sind klassische Dämmerungstiere. Also wir hatten das ja bei der Waldschnepfe schon mal besprochen, diese Dämmerungsaktivität. Auch Weihen sehen Sie typischerweise in der Dämmerung. Wenn Sie also einen großen Greifvogel sehen, wenn es fast schon dunkel ist und es ist keine Eule, dann kann es eigentlich meistens nur eine Weihe sein. Man erkennt sie dann am etwas schaukelnden, sehr viel mit Segelstrecken eingestreuten Flug. Und man erkennt sie vor allen Dingen daran, dass die Schwingen im Segelflug etwa V-förmig gehalten werden. Also wenn Sie von hinten auf diese Weihe draufblicken, dann sehen Sie typischerweise diese V-förmige Schwingenstellung, an der Sie dann erkennen, dass es eine Weihe ist, vor allen Dingen, wenn das eben sich in der Dämmerung abspielt. Die Rohrweihe ist, wie gesagt, eine Art der feuchten Wiesen und des Röhrichts. Sie ist ein Bodenbrüter und sie ist ein Teilzieher. Das heißt, je nach Winter und je nach Witterung ziehen diese Tiere im September, Oktober übers Mittelmeer hinweg und kommen im April dann etwa wieder. Die Nahrung ist recht vielfältig. Sie erbeuten Fische, Wasserinsekten, Amphibien, Reptilien und auch gelegentlich mal eine Ralle. Interessant, Bodenbrüter hatte ich schon gesagt, sind die Weihen alle. Interessant ist, dass die Rohrweihen vor allen Dingen eine ganz spannende Form der Nahrungsübergabe haben während der Nestlingsphase und auch zum Teil während der Brutphase. Das heißt, es sind ein Elternteil sitzt am Nest und das andere Elternteil fliegt auf Nahrungssuche. Und wenn dann dieses Tier mit der Nahrung zurückkehrt, dann sehen Sie oft, dass praktisch der andere Vogel, der auf dem Nest sitzt, nach oben steigt und dann praktisch im Flug durch ein ganz artistisch anmutendes Flugmanöver diese Nahrung übergeben wird. Das am Nest verbliebene Tier kehrt dann zurück, füttert die Nestlinge damit und der andere Partner fliegt wieder los und sucht neue Nahrung. Die Brut oder das Gelege besteht zwischen aus 3 bis 6 ja, manchmal auch 8 Eiern. Es wird 33 Tage gebrütet. Und wir haben eigentlich hier mit dieser Zahl, der variablen Zahl der Nachkommen, auch wieder so ein bisschen einen R-Strategen vor uns, wenn Sie so wollen. Die Wiesenweihe hatte ich schon kurz erwähnt gerade. Feuchtwiesen, Moore,
Dann aber auch die Grenze zum trockenen Grasland. Auch Wiesenweiher ist ein Bodenbrüter, ist ein obligatorischer Zugvogel, kann man eigentlich sagen. Zieht im März, April zu uns zum Brüten und fliegt im August, September wieder weg. Die Nahrung ist eigentlich ja, vielfältig. Vögel, kleinere Vögel, Kleinsäuger, Insekten, Frösche, Amphibien, also insgesamt Reptilien und auch Würmer. Das ist also ein ganz buntes Nahrungsspektrum. Die Wiesenweihe ist eigentlich so der klassische Dämmerungsjäger, auch während die Rohrweihe auch sehr viel am Tag zu sehen ist. Auch die Wiesenweihe ist ein Bodenbrüter, brütet eben typischerweise im dichten Gras oder auch im Schilf. Auch hier 3 bis 6, gelegentlich bis zu 10 Eiern, werden etwa 4 Wochen gebrütet und es brütet vor allen Dingen das Weibchen, das Männchen eher seltener. Die dritte Weihenart ist die Kornweihe. Der Name, wie gesagt, sagt schon, trockenes Gelände, Grasland, aber auch die Kornweihe geht gelegentlich bis in die Schilfgürtel. Ebenfalls Bodenbrüter, ebenfalls Zugvogel. September bis November ziehen sie weg und im März, April kommen sie wieder. Das ist eine typische Art Norddeutschlands. Ich habe hier mal ein Bild von der Kornweihe, wo man eigentlich sehr schön auch diese Konvergenz so ein bisschen zu den Eulen wieder sieht. Wir hatten das bei der Waldschnepfer schon mal besprochen. Hier sieht man das vor allen Dingen an diesem Gesichtsschleier, praktisch diesem trichterförmigen Federkranz um die Augen und Ohren herum sozusagen. Hier kann man sehr schön sehen, dass es eine Art der Dämmerung ist, die eigentlich diesen Schalltrichter nutzt, um eben sehr stark über Geräusche auch ihre Beute ausfindig zu machen. Ja, nach den Weihen 2 weitere Greifvögel, den Habicht und den Sperber, die beide sehr ähnlich sind, morphologisch, der eine ein bisschen kleiner, der andere ein bisschen größer und die beide auch sehr viel in der Ökologie gemeinsam haben. Der Habicht ist ein klassischer Waldvogel, der Wälder mit ein bisschen Offenlandstrukturen sehr schätzt, der sich auch sehr gut an die Kulturlandschaft angepasst hat. Nicht umsonst hat man ihn früher auch Hühnerhabicht genannt. Das heißt, also er hat in den Dörfern, wo Hühner freilaufend gehalten wurden, und das ist auch heute noch so, wenn sie freilaufende Hühnerhaltung haben, dann ist der Habicht immer sehr schnell zur Stelle und erbeutet auch das ein oder andere Huhn aus dieser Hühnerhaltung. Ist ein Jahresvogel, zieht also normalerweise nicht weg. Die Größe Huhn sagt eigentlich auch schon die Beutegröße so ein bisschen. Also die Hase, Feldhase oder Huhn, also auch Fasan, sind typische Beutetiere. Junge Habichte sind oft noch etwas ungeschickt, schlagen vor allen Dingen ihre Beute auf dem Boden, nehmen auch immer gelegentlich tote Tiere auf, also Aas. Ältere sind auch in der Lage, dann im Flug ihre Beute zu schlagen, also den Fasan oder das Rebhuhn im Flug zu erbeuten. Habichte sind Pirsch- und Startfluggreifer, die also im Grunde von der Ansitzwarte aus die Gegend im Auge behalten. Wenn man die Beute sehen, starten sie, um die Beute zu schlagen, oder sie fliegen praktisch im tiefen Flug, etwa auf Höhe der Baumwipfel, an dem Waldrand entlang und gucken, ob sie da letztendlich Beute zu sehen bekommen, die sie dann im Grunde auf diese herabstoßen dann. Auch Habichte sind Grifftöter mit Reißhaken, Schneideschnabel, das heißt also hier dasselbe wie die meisten anderen Greifer, mit Ausnahme der Falken. Wir finden bei älteren Habichten gelegentlich auch die Spezialisierung auf eine bestimmte Beuteart. Habichte bauen eigene Horste, typischerweise begrünen sie auch die Horstmulde. Sie legen dann zwischen 3 und 5 Eiern, Abstand etwa von 48 Stunden. Und ein interessantes Phänomen ist die Mauser auf dem Horst des Weibchens. Das heißt also, ab dem 2. Ei mausert das Weibchen komplett schnell, wirft die Handschwingen ab und ist dann für etwa 10 Tage flugunfähig und damit an den Horst gebunden. Deshalb ist es auch ganz entscheidend natürlich, dass beide Elterntiere an der Aufzucht beteiligt sind, beide Elterntiere am Leben bleiben, weil letztendlich in der Zeit der Mauser das Männchen alleine die Nahrung für das Weibchen herbeiträgt. Ansonsten brüten allerdings beide Tiere mit Schwerpunkt auf dem Weibchen. Brutdauer, Nestlingszeit und dann die sogenannte Battleflugphase, wo die jungen Vögel den Eltern entgegenfliegen, beträgt jeweils ungefähr 38 Tage, kann man sich merken. Habichte kann man auch vom Alter her ganz gut einschätzen. Das Jungkleid hat typische dunkelbraune, langgezogene, tropfenartige Flecken auf der Brust. Und diese ändert sich dann im Laufe des 2. Lebensjahres in eine Querbänderung, so ähnlich wie beim Sperber, die dann so eine graubraune Querstreifung aufweist auf der Brust.
Die Augenfarbe kann man eigentlich auch zum Alter schätzen nehmen. Junge Habichte haben eher gelb-graue Augen, später dann rein gelbe und später dann im Alter orangefarbene Augen. Management ist beim Habicht eine sehr viel diskutierte, zum Teil umstrittene Angelegenheit. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansichten, ob man gerade durch die Zunahme des Bestandes in den letzten Jahren auch regulierend eingreifen muss. Gerade wenn es um die Frage zum Beispiel Wiederansiedlung seltener Arten wie Waldhühner, also Auerhuhn oder Birkhuhn geht, wo der Habicht natürlich durchaus eine gewichtige Rolle spielt. Das könnte man durchaus als Argument nehmen und sagen, wir müssen auch hier den Bestand wieder eingreifen. Im Moment ist das einfach aus, ich sag mal, naturschutzpolitischen Gründen eigentlich kaum diskutiert. Fachlich gesehen wäre es sicherlich kein Problem, aber man hat eben Sorge, dass da dann auch bestimmte Tabus, in dem Fall hier Greifvögel nicht zu bejagen, gebrochen werden. Aber es ist eben eine schwierige Situation. Man hat eigentlich kein gutes fachliches Argument. Man nutzt allerdings Habichte auch nicht kulinarisch, also von daher hat man auch kein gutes Argument, sie zu bejagen. Was man eben häufig bei lokalen Überpopulationen macht, also lokalen zu hohen Beständen macht, ist, dass man den Habicht fängt und an entfernterer Stelle wieder auswildert, was allerdings in den allermeisten Fällen dazu führt, dass der Habicht nach ein paar Tagen wieder zurück ist, weil die Tiere eben doch wieder den Weg auch zurückfinden, so ähnlich wie eine Brieftaube das ja auch kann. Ja, der zweite, dem Habicht sehr ähnliche Vogel, nur viel kleiner, ist der Sperber. Der Sperber ist im Grunde sowas wie ein kleiner Habicht. Der Sperber ist ein bisschen mehr eine Art der halboffenen Landschaft, nicht so sehr der Wälder. Ist natürlich noch besser an die Kulturlandschaft angepasst, ist ein Jahresvogel, zieht also auch nicht weg. Hat ein Beutespektrum ähnlich wie der Habicht, nur alles ein bisschen kleiner. Das heißt also maximale Kaninchen- oder Taubengröße als Beute. Ansonsten ganz ähnlich Kleinsäuger, Insekten, Lurche, Kriechtiere und ähnliches. Jagt eben teils am Boden, Jagdtiere auch teils im Flug, ist auch ein Pirsch- und Startfluggreifer. Hat etwas längere Beine, also längere Stände als der Habicht, mit denen er auch Vögel aus dem dichten Buschwerk erbeuten kann. Und hat auch im halboffenen Land da durchaus eine sehr interessante, angepasste Jagdmethode. Ich kann das gerade mal versuchen hier zu skizzieren. Und wenn man sich das so vorstellt, wir haben hier also eine Feldholzinsel oder ein Gebüsch. Und in diesem Gebüsch sitzen Kleinvögel, Singvögel. Dann kann man beobachten, gelegentlich sehr Sperber praktisch hier rangeflogen kommt, auf dieses Gebüsch zu. Die Kleinvögel versuchen dem zu entgehen, indem sie auf der anderen Seite das Gebüsch verlassen. Und der Sperber stößt dann aber nicht in das Gebüsch rein, sondern macht praktisch blitzartig so einen kurzen Anstieg über das Gebüsch drüber und versucht hier hinter dem Gebüsch dann zu erbeuten. Wenn das nicht gelingt, kann er sie eben auch mit seinen Fängen praktisch aus den Sträuchern herauspicken sich. Also das ist so eine ganz interessante Anpassung des Sperbers auch an seine Lebensräume und an seine Beutearten. Ja, Sperberhorste sind auch auf Bäumen, meistens sehr nah am Stamm gelegen. Sie sind nicht begrünt. Sie sind oft in alten Tauben- und Krähennestern auch. Sperber legen 4 bis 6, manchmal auch bis zu 7 Eier, brüten um die 36 Tage, haben eine sehr strenge Arbeitsteilung, strenger als der Habicht während der Brut, also das Weibchen brütet und der Terz, also das Männchen, schafft die Beute herbei. Die Nestlingsphase sind etwa 4 Wochen. Sperber braucht man im Grunde managementsmäßig nicht viel zu sagen, also die Art reguliert sich selbst. Sie macht jetzt keine Probleme, ähnlich wie der Habicht bei naturschutzrelevanten Fragen oder in der Landwirtschaft. Also von daher kann man sagen, den Sperber kann man getrost sich selbst überlassen, ihn angucken und sich darüber freuen. Das gilt übrigens auch für den Wespenbussard, zu dem wir jetzt kommen. Der heißt zwar Bussard, ist aber wie gesagt stammesgeschichtlich den Bussarden durchaus oder ein bisschen unterschiedlich zu den Bussarden. Der Wespenbussard ist eigentlich ein klassischer Bewohner von Laubwäldern mit entsprechend großen Offenlandanteilen. Er ist ein echter Zugvogel. Der Name sagt es im Grunde ja auch schon, Wespenbussard.
Also seine Hauptbeute sind Insekten. Und damit ist auch klar, dass er Zugvogel ist, weil Insekten sind im Winter bei uns nicht da, also kann er im Grunde im Winter bei uns nicht überleben. Er zieht also dann im Grunde nach Afrika, auch der Wespenbussard zieht sehr weite Strecken, das sind Transharazier zum Teil. Der Wespenbussard hat einen ganz interessanten Fang-, Lauf- und Scharfuß, das natürlich der Beute geschuldet ist. Er kann also, man sieht ihn typischerweise ähnlich wie den Schreiadler zu Fuß auf der Wiese laufend nach Beute suchen und er gräbt dann praktisch die Erdwespen- oder Erdhummelnester aus. Der Fuß ist auch durch Hornplatten geschützt, sodass also die Stiche diesem Wespenbussard nichts ausmachen. Auch die, jetzt kommen wir kurz mal zurück, auch die so Schnabelumfeld ist durch solche kleinen Hornplatten geschützt. Falls eben diese Tiere dann noch stechen, dann ist das letztendlich für ihn nicht so bedrohlich. Ja, als Zugvogel ist das Gelege beim Wespenbussard relativ spät, nämlich im Juni. Er legt typischerweise zwei Eier, die sind auch beinahe kreisrund, daran kann man sie schön erkennen. Es brüten beide Eltern und der Wespenbussard ist eigentlich auch eine Art, über den wir uns freuen können, den wir aber nicht nutzen müssen und auch nicht nutzen sollen. Jetzt kommen wir zu den Milanen. Wir haben zwei Milanarten in Mitteleuropa. Managementmäßig ist das interessant, weil die Milane eigentlich einen Großteil ihres Weltbestandes sich als Brutbestand hier in Mitteleuropa und auch in Deutschland findet. Das heißt also, der Milan, weder der Schwarz- noch der Rotmilan, sind wirklich gefährdet. Aber wir haben trotzdem eine besondere Verantwortung für die Tierart, weil wir eben einen Großteil unseres oder des weltweiten Brutbestandes hier beherbergen. Wie schon gesagt, der rote und der schwarze Milan. Milane wurden oder werden im Volksmund auch als Gabelweihe bezeichnet. Das rührt natürlich von dem typischen gegabelten Stoß her, wobei der Begriff Weihe eben nicht wirklich richtig ist. Also Milane sind eben keine Weihen. So ähnlich wie der Wespenbussard letztendlich auch kein Bussard im engeren Sinne ist. Der Rotmilan ist eigentlich der etwas häufigere, denke ich mal. Die meisten von Ihnen werden ihn schon gesehen haben, entlang der Eisenbahnschienen, entlang der Straße, wo er dann auch auf Aas-Suche ist. Er ist ursprünglich ein Bewohner von Auenlandschaften, ist Zugvogel, im letzten Jahrzehnten ein bisschen Teilzieher. Das heißt also, es gibt durchaus auch Milane, die in warmen Wintern mal hier bleiben. Im September, Oktober fliegen Milane aber typischerweise, ziehen weg und kehren im April oder im März vielleicht auch schon wieder, manchmal auch schon im Februar die ersten zu sehen. Milane haben ein sehr breites Nahrungsspektrum, im Grunde von Würmern, Insekten über Amphibien, Reptilien bis hin zu kleineren Wirbeltieren. Milane sind auch so ein bisschen ökologisch gesehen die Gaia Mitteleuropas, das heißt also die Arten, die vor allen Dingen sich auf tote Tiere spezialisiert haben, die wir auch an offenen Mülldeponien, wo es die noch gibt, regelmäßig finden oder gefunden haben. Gelegentlich werden auch Reiherhorste geplündert, indem also die gezielt aufgesucht werden und die Eier dort gefressen werden oder die Jungtiere. Milane findet man typischerweise bei Fischsterben. Wenn irgendwo eine größere Zahl an Fischen zugrunde geht, dann ziehen sich sehr schnell eine große Zahl an Rotmilanen dorthin. Milane nutzen auch Abfälle, typischerweise eben auch von Mülldeponien und auch das Abjagen der Beute von anderen Greifen ist so eine Eigenschaft, die Milane, also alles Dinge, die auch zum Beispiel die Gaia als nahrungsökologische Spezialität eigentlich so ein bisschen an sich haben. Der Horst wird auf Bäumen gebaut, Milanhorste erkennt man, Rotmilanhorste vor allen Dingen, erkennt man typischerweise daran, dass dort allerlei Unrat eingebaut wird. Also wenn Sie einen Greifvogelhorst finden, wo dann eine Lidl oder eine Aldi-Tüte, ist egal, oder Netto drin verbaut ist, dann ist das eigentlich typischerweise ein Milanhorst. Gelegentlich findet man auch Milanhorst in Reiherkolonien. Es werden 2 bis 4 Eier gelegt, es brütet hauptsächlich das Weibchen und es wird etwa 4 Wochen lang gebrütet. Wir wissen, beim Rotmilan sind, wie gesagt, die Bestände gesichert. Man muss eigentlich nichts Besonderes tun. Man muss allerdings ein bisschen darauf achten, dass natürlich die Brutbiotope und überhaupt die Lebensräume erhalten werden. Besondere Verantwortung aufgrund
des großen Anteils an der Weltpopulation hier in Mitteleuropa und in Deutschland. Der Schwarzmilan sieht ganz ähnlich aus, ist aber eigentlich durch die etwas insgesamt schwärzlichere Gefiederfärbung und nicht zuletzt im Flug, hier kann man das sehr schön sehen, den etwas weniger deutlichen Winkel der Gabelung des Stoßes zu sehen. Also dieser Winkel hier ist deutlich flacher als der beim Rotmilan. Und auch Schwarzmilane sind typische Auenbewohner, leben in waldreichen Seen- und Flusslandschaften, sind noch etwas stärker an das Wasser gebunden als Rotmilane. Auch hier wieder Zugvogel und Teilzieher. September, Oktober fliegt er weg bis typischerweise nach Südafrika. Also auch hier eine sehr lange Zugstrecke und kommt im März bis April zurück. Nahrungsökologie ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Rotmilan, lediglich ein bisschen mehr Bindung an das Wasser. Auch hier Horste auf Bäumen, 2 bis 4 Eier. Es brütet hauptsächlich das Weibchen, der Terze füttert und es wird 4 Wochen gebrütet. Für den Schutz des Schwarzmilans oder das Management gilt eigentlich dasselbe wie beim Rotmilan Gesagte. Ja, wir haben dann jetzt die Falken. Die Falken sind eine etwas spezielle Gruppe bei den Greifvögeln, doch im Grunde in der Evolution auch sich relativ weit schon von den Greifvögeln entfernt haben, aber trotzdem noch zu den Greifvögeln eigentlich zählen. Der sicherlich beeindruckendste in Mitteleuropa ist der Wanderfalke, eine etwa taubengroße Art, der eigentlich Lebensräume in einer halboffenen Landschaft oder offenen Landschaft bewohnt, gelegentlich auch in größeren Waldgebieten vorkommt, auch Felslandschaften besiedelt. Der Wanderfalke ist eigentlich das ideale Beispiel für eine Vogelart, die in der Vergangenheit als extremer Kulturflüchter galt, die fernab von menschlichen Siedlungen, zum Beispiel hier in der Sächsischen Schweiz, in den Felslandschaften gebrütet hat, der sich aber mittlerweile sehr intensiv auch an die urbanen Ballungsräume gut gewöhnt hat. Der Wanderfalke hat, wie viele andere Greifvogelarten auch, sehr unter den Auswirkungen der DDT-Verwendung Mitte des 20. Jahrhunderts gelitten. Das heißt also, Wanderfalken sind fast ausgestorben, hier in Mitteleuropa und in anderen Teilen der Welt auch, weil einfach durch die Anwendung des DDTs als Insektizid, was seinerzeit natürlich auch wiederum seine Gründe hatte. Man hat damit in Afrika beispielsweise die Malaria bekämpft und damit auch sehr gute Erfolge erzielt, hat aber im Grunde einen sehr schlimmen Kollateralschaden mit sich geführt, nämlich den Rückgang vieler, vieler Greifvogelarten, unter anderem auch des Wanderfalken, der fast ausgestorben war in Mitteleuropa. Er wurde dann auch wieder angesiedelt, wurde zum Teil auch in Siedlungsräumen, in urbanen Räumen wieder angesiedelt. Seit den 1970er Jahren finden wir zum Beispiel einen Wanderfalkenhorst am höchsten Gebäude der Forstlichen Fakultät in Göttingen. Wer von Ihnen also in Göttingen studiert hat oder noch studieren wird, der wird diese Wanderfalken dort eigentlich auch hoffentlich noch jedes Jahr sehen können. Ansonsten sind Wanderfalken Teilziel oder Strichvögel, haben sich aber mit zunehmender Anpassung an den Menschen auch zunehmend auch zum Standvogel entwickelt. Wanderfalken finden wir nicht selten in großen Siedlungsräumen. Hochhäuser bieten eigentlich hervorragende Brutbedingungen. Wanderfalken, da kommen wir gleich mal drauf, brauchen keine Bäume zum Brüten und auch keine Nester, sondern sie brüten eigentlich auf Felsnischen. Und hier sehen wir eigentlich einen klassischen Trend zur Urbanisierung von einem Wildtier. Zur Nahrungsökologie der Wanderfalken, aber auch der anderen Falken kann man sagen, es sind Griffhalter und Bisstöter. Das heißt, der Falke tötet seine Beute nicht mit dem Fängen, so wie das die anderen Greifvögel, die bisher besprochenen, tun, sondern er hält die Beute nur mit dem Fang fest und beißt mit dem sogenannten Reißhaken, Beißschnabel, der so eine Art zahnförmige Ausdehnung ist, natürlich keine Zahn im Sinne der Knochenstruktur von Zähnen, sondern im Grunde eine Hornstruktur in diesem Schnabel, mit diesem Falkenzahn. Und diesem Beißschnabel wird die Beute dann getötet. Er ist ein Späher- und Stoßfluggreifer. Er hat eigentlich als klassische Beutetiere Vögel von Tauben- oder Krähengröße. Es gibt dabei unterschiedliche Techniken des Beuteschlagens. Der Falke ist ein Greifvogel, der aus dem hohen Flug heraus jagt. Das heißt, also der Wanderfalke findet sich
sehr weit oben, darunter fliegt beispielsweise eine Taube oder eine Krähe, dann stößt der Wanderfalke praktisch auf diesen Vogel aus dem hohen Flug herab. Und je nachdem, wenn es ein kleinerer Vogel ist, dann kann er den praktisch schlagen und in den Fängen binden und dann mit diesem Vogel davonfliegen. Wenn es ein größerer Vogel wie eine Taube oder eine Krähe ist, dann verletzt er ihn praktisch im Sturzflug mit seinen Fängen. Die Taube oder Krähe fällt zu Boden und der Wanderfalke fliegt weiter und kehrt dann zurück, um dann diesen Vogel zu kröpfen. Also diese beiden Jagdmöglichkeiten gibt es. Beim Kröpfen, also beim Zerteilen der Beute, dreht er sich praktisch permanent im Kreis. Daran kann man auch eine Rupfung eines Wanderfalkens sehr schön erkennen. Es ist praktisch ein Ring aus Federn, die gerupft sind, um diese Beute oder um diese Rupfung herum zu finden, weil er sich immer permanent einmal um die eigene Achse dreht, um die Gegend um sich herum im Auge zu behalten. Gerade schon angedeutet, Wanderfalken bauen keine aktiven Horste, sondern nutzen praktisch Felsnischen oder nutzen auch Horste von Störchen oder Reihern oder Krähen. Es wird auch kein Nistmaterial aktiv irgendwie herangetragen. Wanderfalken leben monogam in Dauerehe. Auch das Horstgebiet wird auf Lebenszeit normalerweise bezogen. Es werden Ende April 2 bis 4 Eier gelegt. Das Männchen, der Terzel, beteiligt sich für ein paar Stunden am Tag auch am Brutgeschäft. Beide Geschlechter sind eigentlich während der Brutperiode flugfähig, anders als beim Habicht. Wir haben eine Ästlingsphase im Alter von etwa 4 Wochen bei den jungen Vögeln. Und mit 35 bis 40 Tagen sind sie etwa flugfähig. Und dann kommt noch eine kurze Phase des Battlefluges, wo man dann die kleinen Falken um das Gemäuer herum, in dem sie ausgebrütet wurden, den Eltern immer entgegenfliegen sieht. Interessant ist auch beim Wanderfalken die Übergabe zwischen den beiden Eltern im Flug, die Übergabe also von Beute. Zum Management kann man sagen, im Wesentlichen war ein wichtiger Schutzfaktor, dass man das DDT weltweit nicht mehr verwendet. Das ist sicherlich der entscheidende Punkt gewesen, wo die Population sich dann wieder erholen konnte. Die künstliche Felslandschaft der Städte hatte ich schon kurz angedeutet. Das heißt, in einer Stadt hat so ein Wanderfalkenpaar eigentlich alles, was es braucht. Einmal die Beute, also die Tauben und die Krähen finden wir in den Städten. Das zweite ist, die Brutmöglichkeiten hatten wir erwähnt, also die Felsnischen an Hochhäusern, auf Kirchtürmen und ähnliches. Und last but not least, die Thermik, also Städte sind ja immer deutlich wärmer als die umgebende Agrarlandschaft. Das heißt also, die warme Luft über den Städten steigt nach oben und solche Thermik unterstützt natürlich eine Vogelart, die im hohen Flug jagt, sehr dabei eben bei ihrem Jagdverhalten. Was kann man im Grunde tun? Im Grunde in Ruhe lassen. Man kann natürlich bei Neubauvorhaben durchaus darauf achten, dass wir hier Nischen haben, wo auch Falken drin brüten können. Ansonsten lässt man im Horstgebiet Ruhe. Man kann in Städten auch noch Nistkörbe zusätzlich anbieten. Das sind alles Möglichkeiten. Früher hat man den Falken wieder angesiedelt. Das ist im Grunde möglich, aber mittlerweile eigentlich mehr notwendig, weil sich die Tiere von selbst den Lebensraum wiederholen. Eine weitere Falkenart, deutlich unscheinbarer als der Wanderfalke, ist der Baumfalke. Der Baumfalke ist ein obligatorischer Zugvogel, ist bei uns im Sommer zur Brut vorhanden, besiedelt offene oder halboffene Landschaften, aber eben auch durchaus Wälder mit entsprechenden Offenanteilen. Der Baumfalke ist der schnellste Flieger unter den einheimischen Greifvögeln. Er kann als einziger eigentlich fliegende Mauersegler und fliegende Schwalben erbeuten. Darüber hinaus gehört zu seiner Nahrung große Fluginsekten, also Libellen zum Beispiel. Er fängt Stare, fängt Lerchen, deshalb heißt er auch gelegentlich Lerchenfalke und gelegentlich schlägt er auch mal Kleinsäuger am Boden. Hat sich auch an Zivilisationsphänomene oder auch an Kulturlandschaft gut angepasst. Baumfalken finden wir nicht ganz selten auch zum Beispiel hinter Landmaschinen her fliegen, gerade wenn jetzt also der Bauer mit dem Kreiselmäher die Wiese mäht, dann finden sie eben dahinter nicht nur den Rotmilan, der auf Beute wartet, sondern gelegentlich auch den Baumfalken, der dort aufgestöberte Insekten hinter der Landmaschine erbeuten will. Auch Baumfalken bauen keine Horste aktiv selbst. Sie nutzen meistens verlassene Krähenhorste oder andere Greifvogelhorste. Es werden zwischen 2 und 4 Eier im Juni, Juli gelegt. Juni, Juli natürlich sehr spät, weil er vom Zug erst zurückkehren muss.
Und auch hier ist so, der Terzelt beteiligt sich eigentlich für einige Stunden des Tages am Brutgeschäft. Wir haben es dann mit einem sehr häufigen Falken noch zu tun, den die meisten von Ihnen regelmäßig auch sehen. Das ist der Turmfalke. Der Turmfalke ist eigentlich die Falkenart, der Name sagt es schon, der sich als erstes und am intensivsten an die menschlichen Siedlungen angepasst hat. Er brütet auf alten Gemäuern, Ruinen, hier in Tharandt auf der Burgruine brüten regelmäßig, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber brüten eigentlich regelmäßig Turmfalken. Er ist eine Art der offenen, halboffenen Landschaft, gut an die Agrarlandschaft angepasst, ist ein Standvogel, bleibt also auch im Winter bei uns. Der Turmfalke ist eigentlich die Falkenart, die sich am meisten auf bodengebundene Beute spezialisiert hat. Er fliegt in dem typischen Rüttelflug. Sie sehen hier, das sieht dann so aus, dass er praktisch wie so ein Helikopter über einer Stelle in der Luft steht und den Boden unter sich beobachtet, ob sich da eben eine Maus bewegt und dann auf diese Maus herabstößt. Der Begriff Maus sagt auch schon die Hauptbeute, vor allen Dingen Kleinsäuger, vor allen Dingen Mäuse und gelegentlich mal einen Maulwurf und dann Reptilien, Lurche, Kleinvögel, Insekten gehören auch ins Beutespektrum, aber das Hauptthema sind Mäuse und hier nochmal dieser klassische Rüttelflug und die Mäuse bedingen eben auch so ein bisschen die Fortpflanzungsbiologie, auch Turmfalken bauen aktiv keine Horste. Brüten, wie der Name schon sagt, auf Hochhäusern oder auf Ruinen, legen zwischen 5 und 6 und auch bis zu 9 Eier, etwa im April. Diese hohe Zahl der Eier zeigt uns wieder hier Bindung an eine Beutetierart, die Gradationen durchmacht und damit natürlich die Mäuse. Das heißt, wenn Mäuse reiche Jahre sind, kann der Turmfalke im Folgejahr eben auch durch eine höhere Zahl an Nachkommen reagieren. Es brüten beide Eltern. Die Jungen sind mit etwa 4 Wochen Flügge. Beim Turmfalken brauchen wir eigentlich kein aktives Management. Wir müssen ihn in Ruhe lassen. Die Population ist stabil. Und was man machen kann, ist, wenn man Häuser, Gebäude neu errichtet, entsprechende Nisthilfen für den Turmfalken mit anzubringen. Der kleinste Falke, der bei uns in Mitteleuropa zu beobachten ist, gelegentlich ist der Zwergfalke oder Merlin. Es handelt sich um einen Bodenbrüter. Das besagt im Grunde schon, wo er eigentlich seinen Lebensraum hat, nämlich im hohen Norden. Er ist eine Art der Tundrenlandschaften oder auch der Heidelandschaften Skandinaviens, Englands, Irlands, Islands. Er ist ein Teilzieher, zieht bis Nordwestafrika im Winter und ist in Mitteleuropa bei uns vor allen Dingen während der Zugzeit zu beobachten. Die klassischen Beutetiere sind eben kleinere Vögel und größere Fluginsekten, maximal Taubengröße beim Vogel, aber eigentlich eher Sperlingsgröße. Ja, das waren in einem recht zügigen Durchgang die Greifvögel. Zu jedem gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Wer Interesse von Ihnen daran hat, einfach in der entsprechenden Literatur nachzulesen. Wir würden es erstmal dabei jetzt belassen und kommen jetzt nochmal zu einer Gruppe von Vögeln, die auch ganz spannend ist. Den Rabenvögeln. Bei den Rabenvögeln handelt es sich um Tiere, die ja immer wieder von sich reden machen, dass sie eben sehr clever sind. Man kann auch sagen, sie sind intelligent, wobei die Diskussion, ob Tiere Intelligenz im menschlichen Sinne aufweisen, immer wieder ja, diskutiert wird. Einige Dinge sprechen durchaus dafür, dass es hier um eine neue Kombination von Erfahrungen zu praktisch einem neuen Erfahrungsbild und damit doch zu Intelligenz, um Intelligenz handelt. Der größte heimische Rabenvogel ist der Kolkrabe, der etwa Bussard groß ist, lebt im Grunde zirkumpolar auf der Nordhalbkugel, ist eigentlich also überall verbreitet, balzt im Spätwinter, nistet auf hohen Bäumen, Buchen, Kiefern etc., legt zwischen 3 bis 6 Eiern im Februar, also sehr früh im Jahr, brütet etwa 3 Wochen, hat 5 bis 6 Wochen Nestlingszeit. Und verlässt diese Tiere verlassen dann das Nest im April, Mai, also schon sehr früh. Und wird allerdings relativ spät erst geschlechtsreif, nämlich mit 3 Jahren. Hat ein sehr breites Nahrungsspektrum, nimmt pflanzliche, tierische Nahrungsbestandteile zu sich. Mehr tierische als pflanzliche eigentlich.
ist ein klassischer Aasfresser, also zusammen mit den Milanen gehört er eigentlich zu den Arten, die an einem Kadaver mit als erster auftauchen. Dieses Thema Kadaverökologie ist ja sowieso eine ganz spannende, in der Biologie bislang noch sehr wenig untersuchte Frage, welche Rolle spielen solche Kadaver draußen für den Kolkraben, sicherlich eine sehr große Rolle. Ist bei der Nahrungssuche extrem gelehrig, kann sehr schnell lernen, passt sich zum Beispiel an Jagdmethoden an, sobald die ersten Schüsse krachen, sieht man dann die ersten Kolkraben sich in größerer Zahl irgendwo auch einfinden. Gleichzeitig, wenn man irgendwo zum Beispiel Tiergehege hat, wie hier in Moritzburg beispielsweise, dann sieht man die Kolkraben dort auch auf den umliegenden Bäumen schon immer regelmäßig sitzen, wenn gefüttert wird. Bei den Schafhaltern ist er nicht so sehr beliebt, weil eben immer wieder mal auch Attacken auf frisch gesetzte Lämmer berichtet werden, wo die Lämmer dann eben auch sehr schwer verletzt werden. Kolkraben sind eigentlich sehr intensiv verfolgt worden bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dadurch sind sie im Grunde sehr stark in ihrem Bestand damals zurückgegangen, haben sich dann aber extrem schnell wieder erholt und sind eigentlich mittlerweile wieder mit zunehmender Tendenz flächendeckend vorhanden. Wir haben eben vereinzelt Probleme mit der landwirtschaftlichen Haltung von kleinen Huftieren, habe ich gerade erzählt, auch mit dem Niederwild, Niederwild übrigens mit EE geschrieben, hier ist ein Schreibfehler in der Folie. Dennoch erfolgt derzeit keine reguläre Bejagung, es wird aber sehr intensiv diskutiert, mehr noch als beim Habicht und anderen Greifvögeln, ob eine solche Reduktion von Kolkraben unter Umständen sinnvoll ist. Die Begründung ist einfach die, dass man sagt, ja gut, die Bestandeszunahme ist eben auch sehr stark anthropogen bedingt. Die Kulturlandschaft liefert dem Kolkraben deutlich mehr Lebensgrundlagen und Nahrung, als es das in der Naturlandschaft wäre. Und dementsprechend müsste man auch eingreifen. Also es ist eine Diskussion, die noch nicht wirklich ausgestanden ist, die aber sicherlich auch noch interessant werden wird. Jeder kennt sie, die Aaskrähe. Das ist eigentlich das, was an Krähen einem jeden Tag hier irgendwo begegnet. Kommt in ganz Europa vor, also im Grunde auch zirkumpolar verbreitet. Wir haben hier in Mitteleuropa und gerade hier in Deutschland auch zwei Subspezies. Einmal die Nebelkrähe, das ist die mit diesem grauen Rücken- und Bauchgefieder und den schwarzen Schwingen, und die ganz schwarze Rabenkrähe. Beide zusammen gehören aber zu der Spezies Corvus corona, also der Aaskrähe. Das Interessante dabei ist, dass die Verbreitungsgrenze und auch die Hybridisationszone, wo es dann durchaus Hybriden zwischen beiden Unterarten gibt, durch Deutschland verläuft, war ziemlich genau entlang der Elbe. Das heißt, wir hier in Dresden sind ziemlich genau an der Grenze und wir finden eben auch hier regelmäßig Rabenkrähen und Nebelkrähen und auch die entsprechenden Hybridformen, wenn sie mal mit offenen Augen durch die Landschaft gehen. Die Balz ist ebenfalls sehr früh im Jahr, im Februar, März. Die Aaskrähen leben monogam, sind Baumbrüter, legen meistens im März 3 bis 6 Eier, brüten etwa knapp 3 Wochen. Nestlingszeit ist etwa 4 bis 5 Wochen, bis dann die Jungkrähen ausfliegen. Also jetzt im Jahr, im Juli, sind die im Grunde schon flügge und ausgeflogen. Das Nahrungsspektrum ist ja breit, ähnlich demjenigen des Kolkraben. Die Diskussion um die Aaskrähe ist natürlich noch intensiver, zumal sie eben auch durchaus in verschiedenen Bundesländern Jagd- und Schonzeiten hat, anders als der Kolkrabe eben. Wir haben eine Bestandszunahme, vor allen Dingen auch durch menschliche Einflussnahme, durch menschliche Siedlungen, die ein extrem breites und gutes Nahrungsangebot liefern. In den Siedlungen wenig Verfolgung durch den Menschen. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen gesicherten Bestand gehabt. Im Moment nimmt diese Tierart zu, also überlegt man, ob man sie eben auch reduzieren muss. Das Problem ist eben klassisch wieder hier. Wir nutzen diese Tiere eigentlich traditionell kaum, auch kulinarisch nicht, obwohl man sie durchaus essen könnte. Aber es gibt eben eigentlich keine richtige Nutzungstradition, die Tiere nur zu töten, um sie dann zu entsorgen, braucht dann schon einen sehr guten Grund und sollte man eben tatsächlich überlegen, ob man das macht oder in welchen Situationen man das tut. Ab und zu wird es sicherlich notwendig werden, aber es sollte jetzt nicht unbedingt normalerweise jeder Jäger auf Krähenjagd gehen, ohne dass sich dahinter ein Ziel letztendlich auch verbirgt. Also das sollte man sich gut überlegen. Lokal kann durchaus eine konsequente Reduktion im Sinne einer Bejagung zum Schutz von beispielsweise Bodenbrütern oder auch Junghasen absolut sinnvoll sein. Eine andere Krähe, die eigentlich ganz ähnlich aussieht, die man aber vor allen Dingen durch die helle
Schnabelwurzel schon sehr gut unterscheiden kann von der Aaskrähe, ist die Saatkrähe. Corvus frugilegus, der Name sagt das schon, die ist eben deutlich mehr Pflanzenfresser. Die ist zwar auch Allesfresser, aber deutlich mehr Pflanzenfresser. Gerade auch der Einfluss auf Bodenbrüter oder beispielsweise Junghasen ist hier minimal oder nicht vorhanden. Kommt in Europa und Asien vor, ist ein Teilzieher und benötigt eigentlich kein aktives Management, sondern die Saatkrähe. Gelegentlich schimpft mal der Bauer drüber, weil sie eben, wie der Name schon sagt, auch auf den Saaten sitzt. Aber im Großen und Ganzen muss man diese Tierart nicht aktiv beeinflussen. Jedem bekannt ist auch der Eichelhäher. Der Eichelhäher ist eine Art Europas und Asiens, nimmt sehr viel pflanzliche und tierische Kost, nimmt eben gerade in den Siedlungsbereichen auch sehr viele Nester von Singvögeln als Beute. Und dadurch, dass der Eichelhäher eben sich deutlich zügiger vermehrt hat in den letzten Jahren als die Singvögel, kann das eben durchaus lokal auch zu Problemen führen. Deshalb ist beim Eichelhäher durchaus ein aktives Management auch sinnvoll. Auch beim Eichelhäher hat man jetzt nicht so richtig eine kulinarische Tradition, wobei man in den Wildkochbüchern durchaus die Eichelhäher-Suppe meistens findet. Und man sollte das, denke ich, auch tun, wenn man die Tiere bejagt und aus der freien Wildbahn entnimmt, dann sollte man sie auch möglichst einer weiten Nutzung zuführen aus ethischen Gründen. Eine ähnliche Situation wie beim Eichler haben wir mit der Elster. Und das soll jetzt auch heute die letzte Art sein, die wir hier kurz besprechen. Die Elster ist ebenfalls zirkumpolar auf der Nordhalbkugel verbreitet, nimmt im Grunde Pflanzen, Tiere bis Größe von Mäusen, ist eben auch sehr interessiert an Eiern von Eiern und Jungvögeln von Singvögeln. Und wenn Sie im Frühjahr mal Elster beobachten im Siedlungsraum, dann sehen Sie, wie die ganz gezielt eben sämtliche Hecken und sämtliche Gebüsche auf Singvogelnester hin absuchen. Ist ein Standvogel, bleibt also im Winter bei uns. Und auch hier spricht natürlich einiges dafür, aktiv in den Bestand einzugreifen. Die Diskussion ist im Grunde ganz ähnlich wie beim Eichelhäher. Die Begründung für die Eingriffe ist eigentlich die anthropogene bedingte oder begünstigte Bestandeszunahme. Ja, das war's erstmal für heute. Wir werden uns jetzt noch einmal zusammensetzen und über ein paar weitere Vogelarten noch sprechen. Ansonsten beim nächsten Mal nochmal vielleicht ein paar Gedanken zur Prüfungssituation in diesem Jahr. In diesem Jahr ist alles anders, die Prüfung ist auch ein bisschen anders, von daher würde ich da auch nochmal an geeigneter Stelle ein paar Sätze sagen. Für heute war's das. Eine schöne Woche und bis bald.